Ein Zwerchfellbruch ist gar nicht so leicht zu definieren, weil der Übergang Speiseröhre zu Magen hat einen natürlichen Durchtritt durch das Zwerchfell. Und wenn dieser deutlich erweitert ist, dann bezeichnen wir das als Zwerchfellbruch. Da gibt es verschiedene Varianten von leichtem Bruch bis zu maximaler Form, dass der gesamte Magen im Brustkorb verlagert ist.